Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar, der ersehnt ist. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass wir jetzt euch im Livestream begrüßen dürfen auf www.dualmedia.de. Wir wollen heute weitermachen in Johannes Kapitel 10 und wir waren so mitten in Vers 10 stehen geblieben. Bevor wir damit aber loslegen, wollen wir gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir uns jetzt unter dein Wort stellen können. Und wir möchten dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist zu uns sprichst, dass du unser Lehrer bist und dass wir ein noch klareres, noch schöneres, noch kräftigeres Bild von Jesus gewinnen, dass wir ihn noch lieber gewinnen und dass wir ganz fest mit ihm verbunden sind und bleiben. Wir möchten dich bitten, dass du unsere Gedanken führst, dass du uns nach deiner Verheißung in alle Wahrheit führst, die für uns heute hier wichtig und notwendig ist. Und hab Dank dafür von ganzem Herzen. Amen. Schaut mit mir in Johannes Kapitel 10, Vers 10. Wir haben gesehen, oder wir haben das letzte Mal gesehen, Jesus ist die Tür. Und Jesus ist der Hirte. Da kommen wir heute noch ausführlicher dazu. Es geht ja um die Weide. Das haben wir in Vers 9 gesehen. Jesus führt uns zu guter und zu saftiger Weide. Wer mag vielleicht nochmal Johannes 10, Vers 10 lesen? Ganz genau. Da gibt es zwei Motivationen. Ja, also wir haben das letzte Mal gesehen, wir haben die Schafhürde, vielleicht wiederholen wir noch ganz kurz nochmal, dass wir gedanklich dabei sind. Wir haben die Schafhürde, nicht wahr? Und wir haben die Tür und wir haben die Schafe da drinnen. Und wir haben gesagt, der Hirte, der führt die Schafe aus der, also wer durch die Tür hineingeht, der ist Teil der Herde. Und der Hirte führt sie dann zur Weide, nicht wahr? Zu saftiger Weide. Jetzt gibt es den Räuber, den Dieb, ja? Und es gibt den Hirten. Und in diesem Vers wird deutlich, es gibt zwei verschiedene Motivationen. Was sind die beiden verschiedenen Motivationen? Von dem Dieb, dem Räuber und dem Hirten. Der Räuber ist gekommen, um zu nehmen und der Hirte, um zu geben. Also der Räuber will die Schafe stehlen und der Hirte will sie zu saftiger Weide führen. Genau. Der Räuber kommt, um zu nehmen und zwar für wen? Für sich. Der Räuber denkt, ich will das Schaf haben, ich will es essen, ich habe Lust auf Lammkeule. Ja. Er will etwas für sich auf Kosten der Herde. Und was will der Hirte? Der will, dass der Herde gut geht, sogar auf Kosten von sich selbst, werden wir jetzt gleich sehen werden. Das sind also zwei Prinzipien, die nicht miteinander irgendwie kombiniert werden können. Entweder, es gibt im Universum zwei Prinzipien, entweder ich erhöhe mich selbst auf Kosten von anderen oder ich erniedrige mich selbst zugunsten von anderen. Wer sind die beiden Protagonisten in diesem großen Kampf von diesen beiden Prinzipien? Satan und Jesus, nicht wahr? Satan sagt, ich, hinauf, hinauf, hinauf. Welches Kapitel sagt das? Ich. Wo sagt Satan, dass er sich selbst erhöhen will, dem Gott gleich machen will, seinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen möchte? Das ist Jesaja 14, nicht wahr? Jesaja 14. Und wo steht, dass Jesus sich selbst erniedrigt hat, Knechtsgestalt angenommen hat? Das ist in Philipper 2, ja, Philipper 2, das sind die beiden Kapitel, die das so deutlich machen. Zwei unterschiedliche Motivationen. Und die Motivation von Jesus wollen wir uns noch ganz kurz nochmal vor Augen führen, weil sie zeigt, warum er, und das ist dann die Begründung, warum er der gute Hirte ist. In Matthäus 18 und dort Vers 11. Matthäus 18 und dort Vers 11, dort steht:
Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Genau, also Jesus kommt in die Welt mit einem Ziel, nämlich Jesus gekommen, um Verlorene zu retten. Ja, das ist seine Motivation. Er ist nicht gekommen, um sich an der Herde zu bereichern. Er ist gekommen, um Verlorene zu retten. Und dann gibt er sogar, das übrigens dann in Matthäus 18 ja sogar, ein Gleichnis, nämlich von wem? Von einem verlorenen Schaf. Und wer sucht das verlorene Schaf? Der Hirte. Ja, und der Hirte lässt die 99 in der Schafhütte zurück und geht und sucht unter eigenen Strapazen dieses verlorene Schaf. 1. Timotheus 1. Paulus hat das sehr gut verstanden. 1. Timotheus 1 und dort Vers 15. 1. Timotheus 1, Vers 15. Dort sagt er, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Was heißt glaubwürdig? Ja, da kann man sich drauf verlassen. Das ist wirklich glaubwürdig. Ja? Das muss man nicht bezweifeln. Und was heißt aller Annahme wert? Das ist interessant. Er sagt glaubwürdig und aller Annahme wert. Aller Annahme wert? Es ist wert, auch auf sich selbst angewendet zu werden. Ja? Also das eine ist, es ist verlässlich, es ist nicht gelogen. Das andere ist, es ist wichtig auch und es ist wertvoll, wenn man es auf sich selbst bezieht. Ja? Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Also er sagt, das brauchst du nicht bezweifeln. Macht das der Satan, dass er uns nochmal den Zweifel sät ins Herz, ob Jesus mich retten möchte? Er sagt, glaubwürdig ist das Wort, man kann es glauben. Und er sagt, es ist wichtig, dass wir nicht nur allgemein glauben, Jesus ist gekommen, um die Sünder zu retten und er ist gekommen, um die Verlorenen zu retten, sondern dass wir es persönlich annehmen. Und wie macht das der Paulus, dass er das persönlich für sich in Anspruch nimmt? Er sagt, wie macht er das? Von denen ich der Größte bin. Ja? Also es macht einen Unterschied, ob ich glaube, Jesus ist gekommen, die Welt zu retten, oder ob ich glaube, Jesus ist gekommen, um mich zu retten. Macht einen großen Unterschied, oder? Für Paulus war das ganz deutlich. Jesus ist für ihn gekommen. Jesus ist für mich gekommen. Ich bin der größte Sünder. Und Johannes 3, Vers 17, das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon noch am Ende gelesen. Johannes 3 und dort Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Ganz genau. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gelesen, nicht wahr? Dass nicht nur Jesus uns retten möchte, sondern wer auch? Gott, der Vater. Gott hat seinen Sohn gesandt, damit er die Welt nicht verurteile, nicht richte, sondern möglichst alle rette. Wie viel möchte Gott retten? Wie viele Menschen? Alle, ja? Der nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht. Das heißt, Gott, der Vater möchte mich retten. Jesus möchte mich retten. Wir schlussfolgern, ohne jetzt einen Text noch zu lesen, dass wahrscheinlich auch der Heilige Geist mich retten möchte. Ja, also sicher. Die Engel kämpfen dafür. Und ich glaube, das ist manchmal gar nicht so, uns im Alltag gar nicht so klar, wie sehr Gott möchte, dass ich gerettet werde. Wir denken eher so, ich möchte gerettet werden. Ja? Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Ich möchte gern gerettet werden. Wie kann ich das Ziel erreichen? Eigentlich ist die Frage nur andersrum. Gott möchte, dass ich gerettet werde. Gott fragt sich, was muss ich tun, um Christopher zu retten? Wie komme ich an dieses Ziel? Ja, das ist der Punkt. Johannes 6, Vers 33. Genau. Wozu ist Jesus gekommen? Er ist gekommen, um Sünder zu retten. Er ist gekommen, Verlorene zu retten. Er ist gekommen, um nicht zu verurteilen. Er ist gekommen, um Leben zu geben. Was sagt Jesus in Johannes 10? Ich bin gekommen, der Dieb kommt, um zu stehlen und zu verderben. Ich bin gekommen, um Leben zu geben. Und zwar, was für ein Leben? Haben wir letztes Mal gesehen schon. Ein Leben im Überfluss, über das normale Maß, über das gewöhnliche Maß hinausgehend, nicht wahr? Nun, jetzt kommen wir zu Johannes 10, Vers 11. Johannes 10, Vers 11, das ist einer dieser ganz großen, wichtigen Sätze in den Evangelien. Johannes 10, Vers 11, wer mag das lesen?
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ganz genau. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Eines von diesen Ich bin Worten, ja? Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Wir haben schon gesehen, im Alten Testament wird wer oft als Hirte bezeichnet? Gott, der Herr ist mein Hirte. Ja, haben wir schon den haben wir noch nicht gelesen, Psalm 80. Da gibt es mehrere Stellen natürlich. Psalm 80, schaut mal, was dort steht. Das ist ganz poetisch, ganz wunderschön. Psalm 80 und dort Vers 2. Dort steht, du Hirte Israels, höre, der du Josef führst wie Schafe, der du thronst über den Cherubim, leuchte hervor. Aber was für ein Vers, nicht wahr? Wo sind die Cherubim? Wo, an welchem Ort thront er über den Cherubim? Ja, also an der Bundeslade, im Allerheiligsten. Das ist Gott, der in seiner Schechina sich da offenbart. Und in dem Gebet wird er angesprochen als der Hirte, der Josef, also das stellvertretend für ganz Israel, führt wie die Schafe. Und Hesekiel 34 ist auch sehr schön. Hesekiel 34 und dort ab Vers 11, nicht wahr? Das haben wir auch schon uns mal angeguckt. Hesekiel 34 ab Vers 11. Wer mag das lesen? Vers 11 bis 13. Ganz genau. Und jetzt nehmen wir noch Vers 23 dazu. Vers 23. Dort steht, ich will ihnen einen einzigen Niederpunkt erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der soll sie weiden, der soll der Hirte sein. So, versuch mal die beiden Stellen zusammenzunehmen. Was steht in Vers 11 bis 13? Also, genau, Gott sagt ja vorher, die ganzen Hirten haben meine Herde zerstreut. Die haben alles kaputt gemacht, nicht wahr? Die haben das Fette verzehrt. Das waren was für Menschen? Also hier im Sinne von Johannes 10, das waren? Räuber. Diebe, ja, die sind gekommen, haben das Fette verzehrt, die haben die Schafe kaputt gemacht und die Schafe sind zerstreut. Und jetzt sagt Gott, wer kümmert sich um die Schafe? Er sagt, ich. Er sagt, ich will selbst nach meinen Schafen sehen. Ja? Also wer kommt? Gott kommt. Ja? In Vers 11 und 12. Er sagt Vers 12, wie ein Hirte, ja? So will ich mich meiner Schafe annehmen. Vers 13, ich werde sie aus den Völkern herausführen. Und dann sagt er, in Vers 23 sagt er, in Vers 23 sagt er, es wird wer sein? Genau, ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken. Also auf der einen Seite sagt er, ich will der Hirte sein. Dann sagt er, ich will ihnen einen Hirten erwecken. Und zwar wen? Den Knecht David. David nochmal auferstehen? Nein. Aber wer wird das sein? Der Sohn Davids. Und hier wird er sogar nicht nur Sohn Davids genannt, er wird sogar David selbst genannt. Warum? Warum wird hier Jesus David genannt? Nicht nur der Sohn Davids, er wird David genannt. Eine Idee? Ich denke, weil David für einen guten König steht. Für einen guten König, sehr gut. Und vielleicht noch offensichtlicher? Und für einen guten Hirte. Er ist der Hirte, oder? Er ist der Hirte, der nicht nur gesagt hat, der Herr ist mein Hirte, sondern der bereit war, für seine Schafe mit Löwen zu kämpfen. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe das früher schon mal gesagt. Wenn wir Hirten wären, wir hätten so, weiß ich, 100 Schafe, für die wir zuständig sind. Und da kommt ein Löwe. Und zwar nicht ein Löwenjunges, sondern ein großer, ausgewachsener Löwe. Und der packt da hinten ein Schaf und rennt weg. Würden wir nicht wahrscheinlich sagen, puh,
Glück gehabt, er hat nicht mich geholt. Ja? Also wer von uns würde einem Löwen hinterherrennen, um ein Schaf zu retten? Ich meine, die Schafe vermehren sich ja, jedes Jahr kommt da mehr dazu. Ja? Eins mehr, eins weniger. Es werden sowieso welche geschlachtet, um Opfer zu bringen oder um gegessen zu werden. Warum soll man jetzt sein eigenes Leben aufs Spiel setzen, um einen Löwen? Und also habt ihr mal gelesen in der Geschichte von David und Goliath? Man liest sie ja nie, man hört sie immer nur als Kindergeschichte. Aber wisst ihr, wie er dort die Löwen bekämpft? Also Frage, wie hat... Ja, so steht es in den Kindersabbatschulen, oder? So steht es immer in den Kinderbibeln mit deiner Schleuder, aber das steht dort nicht da. Wisst ihr, was dort steht? Er hat sie gepackt, und zwar wo? Den Löwen hat er wo gepackt? Am Bart. Dort steht, also von wegen hier so, dort steht, er ist hinterhergerannt, hat den Löwen beim, das muss also ein männlicher Löwe gewesen sein, der nochmal deutlich stärker ist als eine weibliche, die wäre schon schlimm genug, am Bart gepackt, um das Lamm dem Löwen zu entreißen. Was denkt ihr, was macht denn ein Löwe, wenn ihn ein Hirte am Bart packt und dann man ihm das Fressen aus dem Maul reißt, sagt er dann, oh, tut mir leid, ich komme nicht wieder vor. Das heißt, der muss den ordentlich verprügelt haben. Den wirklich in die Luft, in die Flucht geschlagen haben. David war ein echter Hirte. Der hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Und nicht nur einmal, er spricht auch von Bären. Ja, hat sein Leben aufs Spiel gesetzt für so Schafe. Und das ist, was Gott sagt. Er sagt, ich werde kommen, ich werde mich um sie kümmern. Und das wird ein Hirte sein, der Hirte David. Gott wird Mensch. Das ist eigentlich was hier schon steht, ja, wenn man es sich richtig durchdenkt. Und er soll ihr, und es sind wie viele Hirten? Es ist nur ein einziger, denn es ist nur ein wahrer, also nur der eine echte, der Hirte schlechthin sozusagen. Und deswegen nennt die Bibel ihn auch den großen Hirten. Schaut mal mit mir in Hebräer 13. Als Jesus auf der Welt war, war er Gott und gleichzeitig war er David sozusagen. Davids Sohn, er war Mensch, er war Hirte. Hebräer 13, Vers 20, das ist auch so ein ganz, ganz, ganz schöner Vers. Also wenn ihr mal, ich weiß gar nicht, warum der nicht öfter zitiert wird, Hebräer 13, Vers 20 und 21, in dem Vers, in den beiden Versen steckt eigentlich alles drin, was man wissen muss. Wer mag mal lesen, Hebräer 13, Vers 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ist das nicht ein toller Vers? Also ist das nicht ein toller Satz? Also wenn ihr mal Zeit habt, denkt mal über die beiden Verse nach. Das ist, steckt so viel da drin. Der macht das Evangelium so klar und so einfach und so praktisch. Das ist ganz, ganz toll von Paulus geschrieben. Aber der Punkt hier ist, wie wird Jesus genannt hier in Bezug auf unser Thema? Er wird genannt der große Hirte. Er ist der große Hirte der Schafe. Er wird deswegen auch der oberste Hirte genannt. Schaut mit mir in 1. Petrus 5. 1. Petrus 5. Was schon hier bei Hebräer sind, gehen wir weiter zu 1. Petrus. 1. Petrus Kapitel 5 und dort Vers 4. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Also Jesus ist der einzige Hirte im Sinne von, er ist der einzige, der wirklich Erlösung verbringen kann. Er ist der große Hirte der Schafe und er wird auch der oberste Hirte genannt. Nun, wenn er der oberste Hirte ist, was impliziert das? Es gibt Unterhirten und die werden schon vorher genannt. Schaut mal in Vers 2 und 3. Was steht dort? Hütet die Herde Gottes bei euch. Genau, wer hütet? Unterhirten. Hirten, genau. Hütet Herde, dann? Indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Genau. Und das ist wieder das, nicht wahr? Nicht als Räuber, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern als Vorbilder. Als Menschen, die sich einsetzen für andere.
Und dann sagt er, und dann ist Jesus der oberste Hirte. Also Jesus ist der oberste Hirte und er hat Unterhirten, die ihm nacheifern sollen, die ihn quasi imitieren sollen. Ja? Was hier in dem Kapitel noch zu unserem Bild passt, ist auch in Vers 8, wo der Teufel als der brüllende Löwe geschildert wird. Ja. Also hier heißt es, seid nüchtern und wacht. Die Schafe selber können ja auch ein bisschen mit aufpassen. Aber es, also, was einfach dieses Bild auch sehr toll zeigt, ist, sie können es nicht alleine. Und sie werden immer wieder den Hirten brauchen, der sie aus dem Löwenmaul herausreißt. Und was machen wir, wenn wir sehen, ein Glied in der Gemeinde wird vom Satan gepackt und der Satan ist dabei, es auch für immer davonzutragen? Schauen wir noch mit dem Finger und sagen, es hat nicht genug aufgepasst, ja? Zu weit weg von der Herde. Sind wir bereit, als Unterhirten, insbesondere wenn wir dann auch, sag mal, gewählte Verantwortung haben, aber nicht nur, sind wir bereit, als Unterhirten hinterherzurennen, um in einem gefährlichen Kampf Menschen wieder herauszureißen? Das ist sozusagen der Punkt. Ja, sind wir bereit, Menschen wieder herauszureißen, auch wenn das für uns Mühe bedeutet, vielleicht sogar uns ein Opfer abverlangt? Zurück zu Jesus, 1. Petrus 2, Vers 25. 1. Petrus 2, Vers 25. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Stopp, wo kommt dieses Bild? Ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen? Von dem verlorenen Schaf. Auch. Also ich lese mal Vers 24. Du kannst gleich ab Vers 25 weiterlesen. Aber Vers 24 sagt, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Das ist ein ganz eindeutiges, klares Zitat. Nämlich woher? Jesaja 53. Wir alle waren wie Schafe, die in die Irre gingen. Aber durch seine Wunden, durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Er hat unsere Schuld getragen. Genau, Jesaja 53. So, und jetzt? Aber wie geht's weiter? Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu den Hirten und Hüter eurer Seelen. Genau, Jesus ist der Hirte, also er ist der Hirte der Schafe, aber konkret bedeutet das was? Er ist der Hüter von wem? Er ist von mir, er ist der Hüter meiner Seele, meines inneren Lebens auch. Also es ist nicht nur der Hirte für mich als äußerer Mensch, der jetzt so durch den Alltag geht und Dinge tut, sondern er ist der Hüter von meinen tiefsten Gedanken, Emotionen. So wie der Hirte aufpasst, dass die Schafe nicht angegriffen werden, will Jesus aufpassen, dass meine Seele nicht angegriffen wird. Ja, also er passt nicht nur im Straßenverkehr auf sozusagen. Das ist also da sind wir auch dankbar dafür, dass Gott seine Engel sendet und dass Jesus auf uns aufpasst. Aber das Größte, das Wertvollste, was wir haben, sind nicht unsere Finger oder unsere Füße. Das Wertvollste, was wir haben, ist unser Innerstes, unser Herz. Und er ist der Jesus ist der Behüter unseres Herzens. Das ist ein interessanter Gedanke. Allerdings, wann kann er nur der Behüter unseres Herzens sein? Ja. Wenn wir unser Herz durch die Tür geschickt haben sozusagen, damit jetzt das Herz Teil der Herde ist und er dieses Herz behüten kann, wenn wir ihm das geben, behüte es. Dann kommt zwar der Satan, aber dann kann der Satan das Herz nicht mehr angreifen. Nicht mehr wegtragen, weil Jesus es behütet. Wir haben gesagt, ein Hirte bewacht nicht nur die Schafe vor wilden Tieren, er achtet auch worauf? Worauf achtet er? Er achtet auf, was sie essen, weil die Schafe haben keine Ahnung, ob das Gift, also nicht immer, vielleicht manche sind auch dann aus Erfahrung klug, ich weiß es nicht, aber die merken das vielleicht nicht, ob das giftig ist. Also braucht es Jesus. Jesus achtet darauf, dass wenn ich mein Leben ihm gebe, er achtet darauf, womit ich mich füttere sozusagen. Das ist interessant. Ja? Wir haben meistens so die Perspektive, als Christ muss ich aufpassen, was ich höre, was ich sehe, was ich höre. Ich muss da alle verschließen und ich muss aufpassen. Das stimmt auch, aber es stimmt nur halb. Die Wahrheit ist, ich muss mein Leben Jesus geben und er passt dann auf. Denn wenn ich bei Jesus bin, dann werde ich ja nur Dinge tun, die Jesus mir empfiehlt. Und dann kann ich mir sicher sein, dass das, was ich dann noch höre mit Jesus, wenn ich die Ratschläge von Jesus befolge und ihn in meinem Herzen lassen, dass ich mich dann für die Dinge interessieren werde, die gut für mich sind. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Er behütet unsere Seele, dass wir gute geistliche Nahrung bekommen. Ja? Da hat mir Gott vieles gezeigt durch den Kindergarten, wo ich jetzt Schafe
auch so Hüte, vier zwar nur, aber trotzdem, ohne dass, wenn ich jetzt kommen würde, würden sie kein Essen haben. Das heißt, sie sind abhängig. Und wenn ich komme, dann nehmen sie das mit Freuden an. Eigentlich müssten wir uns gar keine Sorgen machen. Eigentlich müssen wir so wie die Schafe einfach warten und Jesus nachfolgen. Und er gibt uns, was wir brauchen. Und die Schafe kommen und holen sich's ab. Und er, also die Schafe merken nicht, okay, jetzt geht es heute zu Ende. Sondern ich sehe es und dann hole ich Frisches noch dazu. Dass da kein irgendwie zu wenig kommt. Also der, wo die Schafe versorgt, der achtet, dass auch genug zu trinken, genug zu essen, dass die Stube, wo sie sind, rein ist, dass da die Türen zu sind, dass keine fremden oder großen Tiere oder was auch immer reinkommen kann. Also es ist wirklich so viel, was der Hirte macht oder was wir machen. Und das hat mir so gezeigt, wenn ich das Schaf bin, was Jesus eigentlich alles macht, wo ich überhaupt nicht mitbekomme, weil die Schafe kriegen das ja nicht so prinzipiell mit. Die verfolgen mich ja nicht, sondern die kommen irgendwann, ist alles sauber, alles ist voll, alles ist da. Jesus kümmert sich darum, dass wir genügend gutes Futter haben. Fressen müssen wir selbst. Aber selbst im Mittelalter, als es fast keine Bibeln gab, hat er sich darum gekümmert, dass es immer noch Abschriften gab. Dass es immer noch ein paar Waldenser gab, die Bibel auswendig kannten. Er hat sich darum gekümmert. Und ich meine, wenn wir das bedenken, auf was für einer großen, dicken, fetten, grünen Weide sitzen wir momentan. Das Internet ist voll von geistlicher guter Nahrung. Es ist natürlich, es gibt auch ganz, ganz viele giftige Sträucher. Ja, weil wenn wir einfach Jesus folgen, es gibt Bibeln und Bücher und Bibelstudienmaterialien und Predigten, Audiodateien, Videodateien. Also wir leben eigentlich sozusagen im Schlaf. Jesus kümmert sich wirklich. Wenn wer will, für den hat Jesus mehr als vorgesorgt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit, weil es da ums buchstäbliche Essen geht. Aber mir ist es vor kurzem wieder so bewusst geworden, dass noch bevor Gott sagt, also im Garten Eden schon, bevor Gott sagt, ihr sollt nicht von dem Baum der Erkenntnis essen, ist sein erstes Gebot sozusagen in 1. Mose das kann man dann nachlesen, aber es ist jedenfalls so. Vers 9. Zuerst, oder? Oder mit Essen muss er 1 oder 2? Das mit den Früchten, das sind... Warte. Mit den... Ich guck kurz nach. Also was ich sagen wollte, ist, dass Gott noch, bevor er sagt, esst nicht von dem Baum, sagt er, esst von den Bäumen. Mhm. Also von allen anderen. Und das ist eben auch dieser Gedanke, Gott versorgt uns und das ist wie ein Gebot, dass er sagt... Ist von dem Guten. Esst von dem Guten, dann seid ihr satt und ihr werdet nicht Not haben, von was Giftigem zu kosten. Ja, absolut. Nun. Ja, das war genau 1. Mose 1, Vers 29. Ah, okay. Gut. Gehen wir zu 1. Mose 31. Du hast gerade schon was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, es ist für den Hirten manchmal ganz schön anstrengend. 1. Mose 31 erzählt uns etwas über Jakob. Ihr wisst, welchen Beruf Jakob hatte? Er war Hirte. Und schaut mal, was er sagt über das Hirtendasein in 1. Mose 31, Vers 39 und 40. Was zerrissen wurde, habe ich dir nicht gebracht. Ich musste es ersetzen. Du hast es von meiner Hand gefordert, ob es bei Tag oder Nacht geraubt war. Es ging mir so. Am Tag verschmachtete ich vor Hitze und in der Nacht vor Frost und der Schlaf floh von meinen Augen. Genau. Wie war das Leben eines Hirten? Super beschwerlich. Wir haben vielleicht so ein romantisches Bild, nicht wahr? Der David, der sitzt da mit seiner Harfe und komponiert die Psalmen und die Schafe, die blöken so ein bisschen fröhlich dazu. Das Leben eines Hirten war sehr anstrengend. Man musste genaue Routen einhalten, man musste auf die Berge und wieder runter und Jahreszeiten, dann eine halbe Jahreszeit dort, ein halbes Jahr dort, ein halbes Jahr dort. Man musste darauf achten, dass die Schafe zusammenbleiben. Man hat ständig draußen übernachtet. Ihr könnt es sehen. Ja. Für Jesus war es kein Zuckerschlecken, Hirte zu sein. Es ist keine einfache Sache, Menschen zurück zu Gott zu bringen. Ist nicht einfach. Es gibt ein interessantes Zitat von Ellen White.
wo sie sagt, so wie der Hirte vor seinen Schafen vorne weggeht. Und damit er als Erster die Schwierigkeiten des Weges ihnen begegnet, so geht Jesus mit seinem Volk. Ja, der Hirte geht voran und sieht, wo sind die Schwierigkeiten, so Jesus auch. Wir haben ja gelesen in Johannes 10, wenn der Hirte geht seinen Schafen voraus. Ja, und dann sagt sie Folgendes, der Weg zum Himmel ist geweiht durch die Fußabdrücke des Erlösers. Der Pfad mag steil und rau sein, aber Jesus ist ihn bereits gegangen. Und jetzt kommt's. Seine Füße haben die grausamen Dornen schon runtergedrückt. Er hat den Weg für uns einfacher gemacht. Ja, also wir folgen seinen Schritten. Wir folgen einem schwierigen Weg, aber es ist für uns nie so schwierig, wie es für ihn war. Das ist ganz wichtig. Ja? Auch wenn Ellen White mal sagt, dass wir in seinen Fußstapfen gehen sollen, heißt das immer noch, dass es für uns einfacher ist. Weil er hat die Dornen schon mal runtergedrückt. Es kann mal sein, dass wir auch mal von der Dorne verletzt werden, aber es ist nicht mehr so wie für ihn. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Er hat den Weg für uns einfacher gemacht. Jede Last, die wir gerufen sind zu tragen, hat er selbst getragen. Und die größte Last, die wir nicht tragen konnten, hat er ganz alleine getragen. Jesaja 53 und dort Vers 6. Jesaja 53, Vers 6, das ist das, was wir gerade schon angedeutet haben. Dort steht Jesaja 53, Vers 6. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Genau. Und das ist auch wieder das Bild eines Hirten. Nicht wahr? Wir sind alle wie Schafe, wir sind völlig verstreut gewesen. Aber Jesus hat nicht nur versucht, uns zu retten. Er ist uns nicht nur hinterhergegangen. Er hat nicht nur versucht, uns wieder zurückzuführen. Er hat alle Schuld von uns auf sich genommen. Das geht noch über das Bild vom Hirten hinaus sozusagen. Ja? Und Jesus macht das deutlich, indem er sagt, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der lässt sein Leben für die Schafe. Und das bringt uns zurück zu Johannes 10. Schaut mal, wie die nächsten Verse dort weitergehen. In Johannes 10, Vers 12 und 13. Jesus kontrastiert das wieder. Und zwar jetzt interessanterweise nicht mit einem Räuber, sondern noch mit einer Figur, die wir bisher noch in dem Gleichnis gar nicht gesehen haben. Wir hatten den Hirten, wir hatten den Räuber. Aber es gibt jetzt noch jemanden in Vers 12 und 13. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Genau, also wir hatten die Räuber, die kommen in die Herde, um die Herde zu kaputt zu machen, zu stehlen, zu rauben, zu töten. Der Hirte ist der, dem die Schafe gehören, nicht wahr? Aber es gibt auch noch einen Mietling. Was ist ein Mietling? Was für eine Arbeit macht er? Das ist eigentlich auch ein Hirte sozusagen. Also er macht er ist eben kein Hirte, aber er macht die Arbeit eines Hirten äußerlich. Er achtet auf die Schafe. Aber er macht es warum? Fürs Geld. Warum macht das der Hirte? Weil sie ihm gehören. Und deswegen ist Jesus der gute Hirte, weil wir ihm gehören. Warum gehören wir ihm? Er hat uns erstens geschaffen und er hat uns wieder zurückgekauft. Ja, durch Schöpfung und Erlösung gehören wir ihm. Und deswegen ist er der Hirte. Aber ein Mietling, der macht es nur als wie ein Lohnarbeiter. Ja, das Wort wird auch verwendet für Söldner. Heutzutage wissen wir wieder, was Söldner sind. Ja, das war früher ganz allgemein bekannt. In den letzten Jahren ist das wieder modern geworden, ja, dass so Armeen gegründet werden, die eigentlich gar nicht für irgendjemanden kämpfen, sondern für Geld sich sozusagen zur Verfügung stellen. Ja. Da kann ein Staat sagen, ich brauche diese Söldnerarmee, dann kauft er die. Aber die Söldner wenden sich manchmal auch gegen den Staat, ja, wie gesehen. Einer, der für Geld aufpassen soll. Und was hatten wir bei Petrus gelesen? Wenn wir Unterhirten sind, was sollten wir auf jeden Fall nicht tun? Wir sollten es nicht tun, aus Gewinnsucht. Wir sollten es nicht machen, weil wir dafür bezahlt werden, weil wir dafür Geld bekommen. Deswegen sind auch die wichtigen Ämter in der Gemeinde Ehrenämter natürlich. Ja? Das
das hat natürlich auch schon seine Bedeutung. Natürlich ein Vollzeitprediger muss davon arbeiten, aber die Gemeindeämter, auf die Schafe aufzupassen als Unterhirten, das kann man nicht einfach so als Broterwerb haben, so als Beruf. Weil, wann erkennt man, wer der Hirte und wann der Mietling ist? Bei welcher Situation? Wenn Gefahr droht. Wenn es eine Krise gibt in der Gemeinde, dann erkennt man, wer sind die wahren Hirten und wer hat quasi nur ein Amt ausgeführt, weil er dazu bestimmt worden ist. Wer sind diejenigen, die sich einsetzen, damit die Gemeinde vor Schaden bewahrt wird? Das sind die wahren Unterhirten. Nochmal zurück zu Johannes 10. Johannes 10, ich meine, klar, der Wolf ist der Feind, das müssen wir nicht weiter betonen. Vers 14 und 15, und damit enden wir dann. Diesen Verse machen wir noch. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Genau, dann wird nochmal in den Gedanken aus Vers 11, nicht wahr? Ich bin der gute Hirte. Und dann sagt er was Interessantes. Er sagt nicht nur, dass er die Schafe ihm gehören, sondern was sagt er noch? Die Schafe kennen ihn. Ja, hier sind die Schafe drin. Ja, ich male jetzt keine Schafe, aber hier sind die Schafe. Die kennen sich. Die kennen die Stimme des Hirten und der Hirte kennt die Schafe alle genau mit Namen. Ja? Schaut mal mit mir zu 2. Timotheus. Das ist ein wichtiger Gedanke, dass Gott mich persönlich kennt. Und zwar besser als ich mich selbst. 2. Timotheus 2, Vers 19. 2. Timotheus 2, Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich von der Ungerechtigkeit. Genau. Was ist ein fester Grund? Ein festes, was ist das? Ein Fundament, auf das man sich bauen kann. Ja, und der feste Grund Gottes bleibt bestehen und er trägt ein Siegel. Nämlich, Gott kennt mich. Gott kennt die Seinen. Er weiß, wer zu ihm gehört. Wir müssten uns nicht die Frage stellen, weiß Gott, ob ich zu ihm gehöre? Wir müssen uns nicht versuchen, bei ihm nochmal in Erinnerung zu bringen und sagen, hey, ich bin auch noch da. Er kennt mich. Und ich glaube, wenn wir das mehr glauben würden im Alltag, dass Gott mich kennt, dass Gott ja ein Interesse hat, dass ich zum Ziel komme, dass er nicht einfach nur der Zuschauer ist, der sagt, mal sehen, wie schnell dieses Schaf laufen kann, na, hoffentlich kommt es an, sondern dass er möchte, dass ich ankomme. Wenn ich ihm das glaube und vertraue, dann glaube ich, würde das christliche Leben, also je mehr wir ihm vertrauen und je mehr wir das glauben, desto einfacher wird eigentlich das christliche Leben. Weil er kümmert sich ja. Ich habe auch in der Erfahrung halt wieder bei den Schafen gemacht, je mehr Hirten in Anführungsstrichen einfach Menschen oder damals die Eltern mitgeholfen haben, die Schafe sind durcheinander gekommen. Die wussten nicht mehr, wo was wie. Und genauso kann man es anwenden. Wenn wir bei Jesus bleiben, haben wir Ruhe, haben wir Frieden, haben wir diese Sicherheit. Mhm. Je mehr andere Mietlinge oder Hirten kommen, desto mehr unsicherer. Da ist nicht mehr diese Ruhe und dieser Frieden da. Ja. Schaut mit mir in Hebräer 8, Vers 11. In Hebräer 8 wird der neue Bund erklärt, nicht wahr? Vielleicht wisst ihr noch, was die drei Hauptelemente des neuen Bundes sind. In Hebräer 8, Vers 10, 11 und 12. In Vers 10 heißt es, dass das Gesetz Gottes wohin geschrieben wird? In unser Herzen. Und in Vers 12 steht, dass wir was haben dürfen? Völlige Vergebung der Sünden. Ja, Vers 10, das Gesetz im Herzen. Vers 12, die Vergebung der Sünden. Aber Vers 11, das ist der in der Mitte der Vers, der sagt etwas, was auch im Neuen Bund entscheidend ist, nämlich, was ist der Gedanke dort in Vers 11? Ja, fast, genau. Es nämlich heißt, es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Neuer Bund ist, wenn du Jesus kennst. Alter Bund ist, wenn du einen tollen Prediger kennst, der über Jesus redet. Ja? Alter Bund ist, wenn man begeistert ist, weil jemand so toll von Jesus spricht. Neuer Bund ist, wenn ich Jesus kenne. Und ich weiß, Jesus kennt mich. Das ist der entscheidende Unterschied. Ja?
Und deswegen spricht Jesus hier natürlich auch vom neuen Bund. Wer dahin durchgeht, der ist im neuen Bund. Der kennt den Hirten und der Hirte kennt ihn. Nun, habt ihr gelesen in Johannes 10, wie eng die Verbindung zwischen Schaf und Hirte sein kann? Das ist unglaublich, oder? Also es ist unfassbar. Er sagt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Wie gut kennen Gott, der Vater und Jesus sich? Wie gut kennen sich Gott, der Vater und Jesus? Kennt ihr noch eine andere Stelle, wo die Beziehung zwischen Gott, Vater und Gott, Sohn, Jesus, quasi zum Vorbild für uns genommen wird? Wo Jesus auch sagt, so wie ich in dir und du in mir bist, so sollen... Bei dem Gebet in Johannes 17, dem hohen priesterlichen Gebet, wo Jesus auch die Beziehung, die Einheit innerhalb der Gottheit zum Vorbild macht für die Einheit innerhalb der Gemeinde. Ja, und hier ist die Einheit, die Nähe innerhalb der Gottheit, das Vorbild, wie eng wir mit Jesus sein können. Ja. Er hat doch auch gesagt, wo der Philippus den Vater sehen möchte. Und er hat gesagt, so lange bin ich da und du hast mich nicht erkannt. Also nicht. Ja, aber jetzt denk mal drüber nach. Jesus kennt den Vater unfassbar gut. Jetzt Jesus kam auf die Welt, um was zu tun? Um uns zu zeigen, wie der Vater ist, denn wir kannten den Vater noch nicht. Weil er ihn so gut kannte, konnte ihn offenbaren, wie er ist, nicht wahr? Wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und dann, wie gesagt, ich war, so lange bin ich bei euch, ihr habt mich noch nicht erkannt. Jetzt, wenn wir mit Jesus so eng verbunden sind, werden auch wir in die Welt hinausgesandt? Was ist dann unsere Aufgabe? Den Menschen zu zeigen, wie Jesus ist, oder? Nun, gab es damals zur Zeit von Jesus Menschen, die dachten, dass sie wissen, wie Gott ist? Ganz viele. Die Pharisäer, die haben alle gedacht, dass sie wüssten, wie Gott ist. Und Jesus sagt zu ihnen, ich kenne Gott. Ja? Ich bin bei ihm gewesen. Ich kenne ihn wirklich. Und Jesus hat den Menschen gezeigt, wie Gott wirklich ist. Gibt es heute Menschen, die glauben, dass sie wissen, wie Jesus ist? Und was die Welt heute braucht, mehr als alles andere, ist, dass wir so eng mit Jesus verbunden sind, dass wir der Welt zeigen können, wie Jesus wirklich ist. Und das ist die Aufgabe für mich und für euch und für uns alle, die wir zuschauen auch, dass wir Jesus als unseren Hirten so gut kennenlernen, dass wir, so wie Jesus auf die Welt kam, um den Vater zu offenbaren, wir in die Welt hinausgehen können, um Jesus zu offenbaren, wie er wirklich ist. Ja? Und da werden wir das nächste Mal weitermachen. Das nächste Mal schauen wir uns dann noch an, die letzten Verse hier, ab Vers 15 mit Ich lasse mein Leben für die Schafe. Das gucken wir uns dann nochmal genauer an, bis zum Ende des Kapitels, nicht des Kapitels, aber dieser Geschichte dann. Für heute halten wir fest, Hirte sein ist nicht ein romantischer Zeitvertreib. Hirte sein ist ein großes Opfer. Und Jesus hat große Opfer für uns, ist große Opfer für uns eingegangen, sogar das Größte, was man sich vorstellen kann. Er ist für mich gestorben und er ist für dich gestorben. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum wir ihm nicht alles anvertrauen sollten. Weil er weiß, was wir brauchen und er sorgt sich dafür und er will unsere Seelen behüten. Und ich möchte heute mich hier entscheiden, mein Herz ihm anzuvertrauen. Ja? Dass er mein Herz behütet vor den Angriffen, von den giftigen Gräsern und mich führt und dass ich auf seine Stimme höre und ihn immer besser kennenlerne. Wollen wir noch gemeinsam beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du durch dein Wort zu uns gesprochen hast. Wir haben gesehen, dass
dass Jesus unser guter Hirte ist. Und Herr, wir möchten lernen, im Alltag immer mehr zu verstehen, was das bedeutet, dass Jesus in allen Fragen unseres Lebens das Beste für uns möchte und sich darum dafür einsetzt, dass wir das bekommen, was wir wirklich dringend brauchen. Dass er unsere Seelen behüten möchte. Dass sie nicht verdorben werden. Dass sie nicht angegriffen werden. Und Herr, hab Dank, dass wir heute uns daran erinnern durften, dass Jesus für uns gestorben ist, weil er uns so sehr lieb hat. Und dafür wollen wir von Herzen Danke sagen. Danke sagen, dass wir dich auch kennen dürfen. Wir wollen auch die Gelegenheit nutzen, die wir bekommen, dich der ganzen Welt zu offenbaren, durch unser Leben, durch unsere Worte, so wie Jesus uns führt. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.